Aber wo kann ich ihn aufhängen? Ah, ich muss ihn natürlich anwählen. Ich bin ja auch ein Vollidiot. Hier, Traumfänger. Oh, schöner Traumfänger. Ja, da hängt er. Möchte sich schlafen legen. Ja. Lange habe ich nicht so gut geschlafen, aber besser als gar kein Schlaf. So, kann ich herausgehen. Ich will endlich mal ins Badezimmer. Nein. Sie möchte nicht. Ich brauche ein Gegengift. So, ich werde jetzt erstmal speichern. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Deswegen... nicht, dass ich jetzt irgendwas überschreibe. Die Tür ist verschlossen. Aber ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, ne? Ich glaube, ich habe auf 1 gespeichert. Wenn nicht, habe ich ja natürlich jetzt ein Problem. Wir speichern einfach mal auf 3. Mal gucken. Ich brauche jetzt ein Gegengift. Und ich weiß nicht, woher ich es krieg. Da gehe ich lieber nicht mehr rein. Ah, ich habe den Schlüssel für die Schneiderei erhalten. Das weiß ich noch. Da kann ich jetzt einfach mal reingehen. Mal gucken, was da so ist. Oh, was ist das denn? Diese Puppen wurden eingewickelt. Was ist hier drin? Schublauf. Oh! Was zur... Alter! Hat's mich gerissen! Das, eine Tür ist ein... Eine Tür ist ein Zahlenschloss. Neben der steht ein Morsecode. Nicht schon wieder so ein Scheißrätsel. Oh, ich geh erstmal hier raus. Oh, echt. Oh. Mich hat's gerissen. So, wo hat jetzt dieser Knauf gefehlt? Boah, wo hat dieser Knauf gefehlt? Aus dem Laden kommt ein seltsamer Geruch. Ich weiß nicht mehr, wo hat dieser Knauf gefehlt? Das war auch verschlossen. Das war in irgendeinem Raum, in irgendeinem Apartment, glaube ich. Da auf jeden Fall nicht, da kommen wir nicht mal weiter. Also hier schon mal nicht. Im Polizeipräsidium garantiert nicht, in der Schneiderei war ich gerade, also hier auch nicht. Ich glaube, es war sogar... In der Bar war es auch nicht, da in dem drin war es auch nicht. Ich glaube, ich muss nach rechts. Und zwar hier, glaube ich. Nee, die ist verschlossen. Aber hier... Schublade ist nichts Interessantes. Nicht uninteressante Bücher. Ja, ich glaube, hier war es. Spielzeug. Spielzeug. Nee, hier war es auch nicht. Ich glaube, das war... Ich glaube eher, das war der Raum, wo... Was war das denn? Achso, das ist ein Kaktus. Ich dachte schon jetzt... Das Viech, ne? Tür ist abgeschlossen. Hier war es auch nicht. Ein Herd. Nichts Besonderes. In der Schublade sind Besteck. Ich glaube, das war der Raum, wo wir die Puppe den Kopf angebracht haben. Also beim toten Hund. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Fuck. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Echt. Es... schafft bei mir eigentlich kein Spiel wirklich gruselig zu sein. Ja? Und das... Was ist hier passiert? Der Schrank ist abgedeckt. Wieso ist er abgedeckt? Eine kleine Puppe. Nichts Besonderes. Die Tür ist abgeschlossen. Ich gehe nicht nochmal da rein. Na, lieber weg hier. Hier war ja auch nichts drin. Ne. Oh Mann. Hier kommen wir ja auch nicht rein. Verdammt, wo war dieser Knopf? Da geht's auf jeden Fall weiter. Ich glaube sogar, er war in irgendeinem Apartment drinnen. Also nicht Apartment, sondern in irgendeinem Haus. Aber in welchem? Hier vielleicht? Ah, da waren die Maden, genau.
Das weiß ich noch. Die Tür ist auch verschlossen. Hier finde ich auch nichts. Ein Herd. Eine ein Ding. Haus Nummer 6 ist verschlossen. Da oben. Ne, da gehe ich auch nicht mehr rein. Vergiss es. So. Und hier? Ja, hier war ich auch schon. Aber... Was war das? Achso, aus dem Laden. Da kommt ein seltsamer Geruch. Ehrlich gesagt... Weiß ich gerade nicht, wo ich lang muss. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass es in irgendeinem Apartment war. Aber in welchem? Ich glaube sogar hier. Ah, nee, da waren wir gerade, ne? Ah, im unteren Haus habe ich nicht mehr reingeguckt. Da war ja auch noch was. Aha. Hier ging es aber weiter, ne? Eine kleine paar Hemden. Ein Schrank und Vasen und sowas. Die Tür ist verschlossen. Ein paar Hemden. Fuck, ich muss zu diesem Ding. Zwei kleine Kartons. Ah, da unten. Da war noch ein Schrank. Vielleicht ist es der. Geschirr. Nein. Bin ich dumm, da war auch noch was. Kann das sein? Nichts Wichtiges. Okay. Hier war es nicht drin, ne? Haus Nummer 8. Hier oben war doch diese... Ah. Im Regal sind Farbeimer. Hier ist auch nichts Besonderes. Ha. Hier war der Hund und diese komische Person. Hast du nicht gesehen? Oh. Okay. Vielleicht war es doch in unseren Apartments. Nichts Interessantes. Hier auch nicht, ne? Na, hier war nur eine alte Tasche. Okay. Ich glaube, ich speichere jetzt aber nicht. Nicht, dass mich dieses Schlangengift noch irgendwie umbringt oder so. Es könnte sein. Ist das denn... Ist das ein Schuppen? Komme ich da nicht rein? Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür ist abgeschlossen. Oh. Okay. Da brauche ich auch nicht mehr rein. Hier rechts war das Tote. Und hier waren die Wespen. Aber da war auch nichts mehr drin. Ich kann mich an diesen Knauf erinnern. Aber wo war er? Wo? Vielleicht hier oben. Nein, ich glaube, da ging es doch... Ne. Da ging es zum... Zum diesem Ding hier rein. Ah, das Polizeipräsidium. Vielleicht noch. Ah. Vielleicht ist hier noch was. Nein, ich will hier auch nicht mehr rein. Polizeiberichte. Im Schrank sind Karten. Der Schrank ist abgesperrt. Die Tür ist abgeschlossen. Okay, ich glaube, ich werde mal schnell ganz kurz eine kleine Pause machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Moment, Leute. So, Freunde, da sind wir wieder hier bei Desert Nightmare. Wir brauchen immer noch diesen Knauf. Ich weiß immer noch nicht, wo er ist. Warte mal, was war das hier für ein Apartment? Das ist Haus Nummer 6. Das ist unten das Haus Nummer 7. Und wo ist Haus Nummer 10 und Haus Nummer 11? Haus Nummer 9. Das würde mich interessieren. Das ist Haus Nummer 8? Also muss das Haus Nummer 9 sein, oder? Kann das sein? Hier steht es nicht dran. Was ist das für ein Haus? Also eins von den beiden ist Haus Nummer 9. In der Schublade ist nichts Interessantes. War das hier nicht diese Schublade mit dem Knauf? Jetzt ernsthaft.
Tatsächlich. Und es steht nicht mehr dran. Hm. Ich habe mir doch gewusst, dass irgendwann eins muss das sein. Was haben wir denn hier? Schlüsselbund erhalten. Was für ein Schlüsselbund? Den nächsten Schlüsselbund. Was haben wir denn hier? Schneidereischlüssel. Ja, da waren wir. Büroschlüssel öffnet das Büro in der Mine, genau. Am Bund hängen mehrere Schlüssel. Auf einigen ist etwas eingeritzt. Dort steht Hotel, Bar, Fleischerei und Polizeirevier. Okay. Motel. Gehen wir am besten mal ins Hotel erstmal. Bin noch ein wenig erkältet. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich brüte was aus. Mal gucken. Motel. Ist denn hier vielleicht... Oh, die Türen gehen auf. Was haben wir denn hier? Saugglocke erhalten. Eine Saugglocke. Was haben wir denn für eine Saugglocke? Ah, sowas. Zum Beheben von Verstopfungen. Oh, das ist brauchbar. Was ist hier? Nichts, oder... Im Schrank ist nur Alans Tasche. Das ist das Zimmer von Alan. Der eh schon angry auf uns ist. Die Tür ist abgeschlossen. Die ist auch abgeschlossen. Die Tür ist auch abgeschlossen. Die Tür ist auch abgeschlossen. Hm. Haben wir vielleicht hier Zugang zur letzten Türe da hinten? Ja, haben wir. Ein Artikel über eine kleine Morse-Station in der Nähe von Dusty Creek. Jemand hat an dieser Stelle die Morsezeichen für die Zahlen 0 bis 9 geschrieben. Morse-Code-Artikel erhalten. Okay, schauen wir uns mal den Artikel an. Schlüsselartikel über Morse-Codes. 0, 1, 2, ach Gottes Willen. Und, ja? Wie hilft uns das jetzt weiter? Wir wissen ja, dass eine Morse-Station irgendwo war. Ich glaube, die war in der Schneiderei oder im Polizeiresidium, ich weiß nicht mehr genau. Und die Saugglocke, Behebung von Verstopfungen. Mal gucken, was hier drin war. Ah, da gehe ich nicht mehr rein. Ach stimmt, da war dieses Viech. Steht, an der Tür steht ein Zahlenschloss, neben steht Morsecode. Ja, aber... Welche Morsecode? Ich weiß nicht. 1 bis... Hier steht Morsecode. An der Tür ist ein Zahlenschloss. Neben steht Morsecode. Morsecode. Aber welche Zahlen... Ich brauche erst einen Morsecode, damit ich die Zahlen eintippen kann. Eine Liste von Leuten, die vermisst werden. Ich habe eine Saugglocke erhalten. Ich weiß nicht, was ich mit dieser Saugglocke anstellen muss. Die Tür ist abgeschlossen. Da war... Ah! Oh, ist das widerlich. Uah, pfui. Was? Nein. Uah. Es lebt noch. Ich muss hier weg, bevor es mich sieht. Zu spät. Oder? Es ignoriert mich. Vielleicht, weil es mit Fressen beschäftigt ist? Wenn ich es nicht störe, dann greift es mich bestimmt nicht an. Gehen wir mal hier rein. Was haben wir denn hier? Morsecode erhalten. Ich hab's doch gewusst. Das ist ein Arm von einem Menschen. Hättest... Was war das für ein Loch? Ach du Scheiße, jetzt kommt das Viech bestimmt gleich hier rein. Ich will gar nicht wissen, was in diesen Fässern drin ist. Überall Maden und hast du nicht... Es ist weg. Dort gehe ich nicht runter. Ach, da geht's runter, natürlich. Ich will hier weg. Oh Mann.
Also der Morsecode war im Ding drinnen, in der Schneiderei. Gehen wir mal hier rein. So, genau, da steht ein. Ich muss erstmal angucken. Was haben wir denn jetzt hier? Morsecode. Punkt, Strichchen, zwei Strichchen, keine Striche. Also erst Punkt, zwei Striche, Punkt, Punkt und am Ende, also umgedreht. Okay, das heißt, wir brauchen einen Code. Ein Strichchen heißt 1, 5, 7, 9. 1, 5, 7, 9, kann das sein? Probieren wir mal. 1, 5, 7, 9. Da tut sich nichts. Ich glaube, ich habe was. Ich habe es ein bisschen verdreht. Notizen. Nochmal. Punkt. Am Anfang, dann zwei Striche, dann kein Punkt, dann andersrum. Ein Punkt, dann zwei Striche, 1, 7, 5, 1, 7, 5, 9, okay. 1, 7, 5, 9. Ich glaube, ich habe es geöffnet, jawohl. Nicht schon wieder sowas. Ich krieg diese Metallplatte nicht hoch. In ihr ist ein. Was? In ihr ist eine Vertiefung für einen Griff. Ja, aber wir haben noch die Saugglocke, oder? Können wir das nicht hochziehen? Für einen Griff. Wir haben aber keinen Griff, ne? Ich kann das auch nicht hochstemmen oder so. Wir haben keinen Griff. Ich krieg die Metallplatte nicht hoch. In ihr ist eine Vertiefung für einen Griff. Ein Griff. Wo kriegen wir jetzt bitte einen Griff her? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ins Hotel und speichere nochmal ab. So. Erstmal nochmal speichern auf Platz 3. Und dann schauen wir mal weiter. Ein Griff. Okay, ich kann auch in die Bar rein. Hat es, glaube ich, gehießen. Ich hab. Ach, komm jetzt. Ist es ein bisschen doof jetzt. So. Schlüssel. Ich hab Schlüsselbünde für den Büro, also Hotel, Bar, Fleischerei und Polizeirevier. Im Polizeirevier waren wir noch nicht. In den Zellen komme ich wahrscheinlich dann rein. Und in der Bar waren wir noch nicht. Jetzt gehen wir erstmal in die Bar rein. Da stehen wir gerade davor. Kommen wir da hinten jetzt auch rein? Wäre mich interessant. Oh ja, da kommen wir rein. Was ist denn hier? Die Kiste ist abgeschlossen. Haben wir da nicht irgendeinen Schlüssel? Normal müsste sich der Schlüssel selber aktivieren. Also eher nicht. Was haben wir denn hier? In den Schubladen sind Werkzeuge. Nichts Besonderes. Geht's hier rein? Ah, jetzt kommen wir in die Bar, okay. Die Tür ist abgeschlossen. Hier auch? Nein, die nicht. Oh. Eine kleine Nachricht. Joe hat mal wieder den Schlüssel in der verstopften Toilette fallen lassen. Ich kümmere mich mal endlich darum. Was für eine Sauerei. Okay, dann können wir doch mal hier den Schlüssel rausholen. Pfui Teufel. Ah, oh, da krieg ich erstmal einen Schluck Kaffee. Die Verstopfung ist jetzt weg. Es klang so, als ob etwas Metallisches durch das Rohr hindurchgeflutscht ist. Was machst du hier? Ich wollte nur. Du hast dir schon lange genug herumgeschlüffelt. Nein. Nein. No. Oh, wie oft habe ich diesen Bildschirm eigentlich schon gesehen? Ich wollte auch gar nicht nach vorne gehen. Ja, laden. Und genau, hier sind wir ja wieder. Wir wollten ja gerade in die Dinge hineingehen. Wir haben ja zum Glück gespeichert, sonst mussten wir alles nochmal machen. Die Kiste, komme ich nicht rein. Da war auch nichts Interessantes. Dann da hinten. Genau, in der Toilette. Genau, da ist die Nachricht mit dem verstopften Schlüssel. Dann tun wir hier nochmal das Klo entstopfen.
Die Verstopfung? Ja. Irgendwas Metallisches. Wirt, was machst du hier? Ich wollte nur... Du hast dich schon lang genug herumgeschnüffelt. Okay. Was mache ich jetzt? Was habe ich für Items? Ich möchte doch... Oh Mann, Schaufel. Kann ich ihn mit der Schaufel eins drüber ziehen? Kleiner Spaten. Oh Mann, er kommt immer näher. Was soll ich machen? Kann ich da irgendwie... Was zur... Okay, Leute. Bin schon wieder erwürgt worden. Oh, nee, du, Game Over. So. Einen Moment, Leute.